Ja, servus Leute und willkommen zu einem neuen ASMR-Video in unserer Karriere. Ja, ihr habt mir gerade gesehen, Michel wird zum Held gegen Paderborn, aber ja, so war das nicht. Wir haben verloren, wir haben die letzten zwei Spiele, oder sogar drei Spiele verloren. Frühe Auswechslung. Super Boss, es freut mich, dass ich hier nach wie vor eine wichtige Rolle spiele. Danke für das Gespräch. Okay. So, ein bisschen Potenzial erhöhen hier. Hansen, und wir haben gelernt, wir haben die Aufstellung auch geändert, ja. Sehr gut, sehr gut. Das nächste Spiel ist gegen Regensburg. Ja, Regensburg hat sich auch in den letzten Jahren hier gut in der zweiten Liga gehalten. Was man von Ingolstadt nicht behaupten kann, die sind ja jetzt abgestiegen. Schanzer und wir gucken nochmal die Aufstellung nach. Ja, 4-2-2. Ich glaube, das ist das Bessere. Die bessere Aufstellung und dann geht's auch direkt los. Dann wollte ich mich nochmal für die vielen Kommentare und Bewertungen freuen, die ihr mir in den letzten Videos zahlreich gegeben habt. Dankeschön. Ihr könnt mir auch gerne weiterhin eure Tipps und was ihr gerne anders haben wollt in die Kommentare schreiben. Jo, und los geht's im ASMR-Park. Heimspiel. Oh, wir sind weiß gegen weiß. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen gucken können. Hoffentlich führt das zu nicht viel Verwirrung. Ja, die Farben sind sehr unglücklich. Keller. Breitkreuz, Salah. Moritz. Otto. Ein Otto, okay. Albers. Der Ball ist aber ungefährlich. Michel hat ihn. Ja, Frank. Hat hier ein bisschen Platz. Weber. Pass zurück. Und wieder auf Frank. Bergmann. Schade. Und der Ball ist wieder bei unserem Keeper, dem Michel. Ja, nicht präzise genug. Aber man merkt, wir stehen besser. Jetzt auch sein, dass es gegen Regensburg ist. Aber nee, ich habe schon das Gefühl, die Aufstellung passt besser hier zu uns. Nur die Steilpässe funktionieren halt überhaupt nicht. Oh nein! Fällt das 1-0 für Regensburg. Oh Mann, ey. Ja, sehr gut gespielt. Mich
nichts mehr genützt. Bergmann. Was war denn das? Das war ja richtig krass geklärt von Frank. Vibristor. Ich hab den schon drin gesehen. Ja, jetzt das 1-0 vielleicht. Schön weiß. Oh, schade. Er kriegt ihn nicht, aber das wäre ein schöner Ball gewesen. Albers. Frank. Frank heute mit sehr guten Leistungen. Bernick rüber. Jetzt ist gut. Oh nein. Was war denn das? Ja. Hansen. Kirschbaum. Hansen mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Oh, der war sehr gut geschossen und noch besser gehalten. Muss man echt neidlos anerkennen. Also der wäre eigentlich drin gewesen. Bergmann rüber. Oh Mist, Fehlpass. Aber wir werden stärker. Oh, das war ein sehr schlechter Ball. Also sehr guter Ball. Aber schlecht für uns. Oh Leute. Passt auf. Regensburg kommt. Sagen würde, Ringsburg. Boah, übers Tor. So. Schauen wir mal, wie lange wir die Oberpfälzer hier noch in Führung haben. Albers. Michel, was ist das für eine, ich sag schon, Weltklasse-Parade gewesen. Schaut euch diesen Keeper an, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn, was der da macht. Leider abgepfiffen hier. Regensburg führt 1-0. Die an 11. Ja. Hoffen wir mal auf einen schnellen Treffer hier. Auf unserer Seite. Schön. Schöner Ball. Okay, Bernie, glaube ich, hätte den nicht mehr bekommen anscheinend. Nach dem Pfiff zu urteilen.
Schade. Albers aus der Entfernung, Michel. Schön gespielt. Frank. Und das ist leider abseits. Das hätte mal was werden können, aber ja, leider nicht. Oh, viel Pass. Otto. Schön. Schöne Flanke. Ja, die Regensburger spielen echt nicht schlecht. Spielen echt einen schönen Fußball. Da müssen wir erst noch mal hinkommen. Kaiser. Klein.
doch mal mit der Flanke. Kein Abseits sogar gewesen. Okay. Also der hätte sogar reingehen können. Boah, Michel nochmal. Wir sind schon in der 93. Und es gibt nochmal einen Eckball. So, haue ihn weg. Und der Schiri pfeift ab und wir verlieren hier 2-0 gegen Regensburg. Ja, das bringt uns natürlich weiterhin in Bedrängnis. Wir trudeln weiter herab. Ja, und sind jetzt Vorletzter. Und die Kieler können uns sogar noch einholen. Ja, jetzt gucken wir nochmal, Hansen, was sind unsere schlechtesten Spieler, die wir haben? Baumann, Stein, Sauer. Baumann, Stein, Sauer. Der ist 17, okay. Perspektivspieler, Stein, der kann weg. Der ist 16, okay. Könnten wir verleihen. Wie Baumann auch. Basic. Wie viele Torhüter haben wir eigentlich? 3. Der Michel aus der Schweiz. Den Basic, den könnten wir auch verleihen. Ja, dann so vom Transferperiode wäre erst wieder Transferfenster geschlossen, geöffnet im Januar. Ja, da haben wir noch etliche Spiele vor uns. Ja, und wir haben dann HSV zu Gast im nächsten Spiel. Boah, das ist natürlich nicht so geil. Holstein Kiel ist noch letzter, okay. Tabelle. HSV 6. okay. Regensburg 4. Nationalmannschaft. Wir da noch mal rein. Jugendmannschaft. Ja. Ist alles nicht so geil. Jan Thielmann. 5 Millionen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel.